komplette App läuft jetzt auf dem iPhone. Und so sieht sie aus. Alle Funktionen sind da. Bücher bearbeiten, auswählen, die Sortierungen auswählen. Daneben die Playlisten. Ich habe hier noch keine. Aber hier wäre die Möglichkeit, die Suchfunktion. Alles vertraut wie von der iPad-App. Alles ein bisschen kleiner, aber alles ist da und alles funktioniert. Hier bin ich gerade in den Einstellungen. Nachtfarben anwenden. Listendarstellung. Die Suchfunktion-Einstellung. Steuerung mit den Gesten geht auch wie im iPad. Ich klicke jetzt einfach hier mal durch, dass ihr das einfach seht, dass alles da ist. Hier öffne ich einfach mal einen Song. Und hier noch als Beispiel so einen anderen. Macht natürlich mehr Sinn, andere Sheets dafür zu nehmen, da das doch ein bisschen klein ist. Aber zum Zeigen ist das okay. Ab dem Update 4.0 ist diese App universal. Erstmalig läuft sie auch auf dem iPhone. Alle Funktionen sind gleich, lediglich das Aussehen ist etwas anders.